betreten wir jetzt die Wendelhöhle oder wie die auch heißt. Ich habe jetzt das Datum geändert. Jetzt ist Winter. Kalt. Frierst du auch, Wanderer? So wie ich? USA! Hier. Das Ziel des Gesanges ist der Gipfel. Was? Nee, das Ziel des Wanderers ist der Gipfel. Das Ziel eines Pokémon-Trainers ist die Pokémon-Liga. Ja, okay. Betreten wir einfach mal die Höhle. Es ist kalt. Okay, hier ist Sharon. Oh nein, was will er? Kevin! Ha, da mache ich meinen Rundgang auf dem Wendelberg und treffe auf euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Ach, wirklich? Ach übrigens, habt ihr in letzter Zeit Team Plasma gesehen? Ich habe mit den anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein konnte. Wir könnten also nur darauf warten, bis es sich wieder irgendwo zeigt. Aber ihr habt mit dieser Sache natürlich nichts zu tun. Schön zu sehen, wenn Kinder wie ihr zusammen mit ihren Pokémon auf die Reise gehen und dabei Spaß haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man diesen Weg hinter sich lässt und... ich sage besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon noch verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Und tschüss. Puh, ich dachte schon, er drückt uns wieder irgendwann etwas auf. Kevin, ich werde schon mal vorausgehen. Ja, mach das, aber bitte fordere mich nicht zum Kampf heraus. Dankeschön. Schutz müssen wir noch aktiv haben. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Ich friere mir den Arsch weg. Wie herrlich ist doch der Schnee. Er begräbt seinen Schmutz dieser Welt unter seinen Reimen weißes Kleid. Habe ich euch erwähnt, dass ich friere? Gut, genug geschauspielert. Hier ist ein Item. Item! Muss Item einsammeln. Ein Beleber. Und hier ist ein Schneeberg. Interessant, also ich war noch nie im Winter im Wendelberg. Das ist jetzt wieder eine Premiere. So, wo geht's denn hier lang? Oh Gott, ich mag die Höhle gar nicht. Hier kann man sich leicht verlaufen. Hier ist noch ein Item. Ein Hyperheiler. Ich werde den Wendelberg jetzt auch in einem Part machen. Dann geht's im nächsten Part mit der Stadterkundung weiter. So, wo sind wir denn hier jetzt? Hallöchen. Wenn ich vom Fels umgeben bin, geht's mit meiner Motivation bergauf. Genug gequatscht, kämpfen. Machen wir den schnell fertig und dann verlassen wir diese Höhle. Die regt mich hier so auf. Ich mag die Höhle nicht. Aber im Winter sieht sie nicht schlecht aus. Die Gründe, warum ich diese Höhle dann mag, die Wege sind ein bisschen einseitig gemacht worden. Und es ist auch kein besonderes Highlight im Spiel. Und wilde Pokémon tauchen da immer nur die gleichen auf. Sedimantur, Flecknoll und Pipapo. Okay, Chuck Norris. Erstmal einsetzen. Wir können auch Saiyajin verwenden, aber ein bisschen Abwechslung reinbringen schadet ja nie. Nicht wahr, Chuck Norris? Yeah! Alright! Sedimantur ist draußen. Machen wir kurz einen Prozess. Durchbruch. Durchbrechen wir einfach mal diesen Stein mit einer Durchbruchattacke, genau. Ja, es ist nicht so leicht, er hat Robustheit, aber jetzt greifen wir uns mit einer Gesteinsattacke an, die nicht sehr effektiv ist, weil Kämpfer ja Kämpfe tun. Herkommende Steine einfach boxen. Kennst du ja bestimmt aus Anime-Serien, so Dragon Ball oder sowas. Strepuli. Zappy Queen. Weil mit einem Kampf-Pokémon will ich jetzt ungern mit Chuck Norris kämpfen. Weil es einfach zu lang wird. Zu langweilig wird. So, Strepuli ist draußen. Einfach Laubklinge.
So, rasiere mal deinen Fell weg. Samirben, hat er überhaupt ein Fell? Ich glaube eher schon, oder sind das alles... Ist es nur seine Haut? Ach, keine Ahnung. Das Hirn ist in Muskeln, soweit ich das erkennen kann. Aber mehr kenne ich auch nicht. So, Helge ist down. Wenn ich verliere, geht es mit meiner Motivation bergab. Das ist bei mir auch so. Oh je, schon wieder zwei Wege. Das ist ein klassisches... eine klassische Eigenschaft an dieser Höhle. Es gibt immerhin zwei Wegen entlang. Und, ja. Ist wie ein Labyrinth, kann man sagen. Ich dachte, wir haben einen Schutz aktiv. Schutz aktiv! Kauf, bestellen Sie noch heute. Ja gut, mache ich mal schnell einen Schutz an. So. In welche Richtung gehen wir denn jetzt? Soll ich eine Münze werfen? Ich habe leider keine Münze dabei. Egal, gehen wir mal den Weg. Hier geht's raus und ich mache mal kurz... So, und ich bin nicht... Hier bin ich wieder. Mein Vater ist gerade eingestimmt und ich kämpfe mit, weil ich wissen will, wie sich Pokémon beim Kämpfen fühlen. Ich bin eben eine Vollblutkämpferin. Oh, eine Kämpferin. Mal eine Abwechslung. Kannst du auch Steine zertreten? Ich glaube schon. Shanon. Shanon hört sich so asiatisch an. So, Jutesto, wollen wir mal die Fäuste sprechen lassen? Ja, komm, kämpf mal gegen dein, gegen deinen Rival-Pokémon. Ne, weil Jutesto und Karadonis sind ja ungefähr verwandt. Hm. Okay, macht der Meister Ehre. Blau gegen Rot. Und der Meister bin ich. So. Durchbruch. Chuck Norris gegen irgendeinen Kämpfer. Kann man sich so vorstellen. Oh nein, Vergeltung. Er macht Chuck Norris fertig? Das glaube ich gar nicht. Das ist ein Albtraum. Okay, Chuck Norris. Das war die Vergeltung. Deswegen wechsle ich zu Zebiqueen. Body Slam! Hm, ich mag's, wenn ich die Attacke einsetze, aber nicht, wenn der Gegner sie einsetzt. Und schon gar nicht, wenn unsere Pokémon dadurch paralysiert werden. Ach Gott. Ja, komm. Stecke deine Vergeltung sonst wohin. Alter! Was ist denn so? Was soll denn das hier? Diese Jutesto ist gut drauf irgendwie. Wo liegt's an der Vergeltung, dass es so stark ist? Ich weiß, dass Vergeltung stärker ist, wenn... Was ist das für eine Attacke? Bergsturm? Die kenne ich gar nicht. Hä? Was war denn das für eine Attacke? Kevin ist verwirrt. Jetzt hat sich Verwirrung selbst verletzt. Aua. Ja, es hat sich, ja genau. Ich sag zu mir mit einer S. Mit der dritten Person. Hm. So, tschüss. Verliere ich was? Ach, egal. So, 1152 Pokédollar für uns. Und hier geht's irgendwo noch lang. Hier ist auch wieder ein Ausgang. Ich renne einfach mal. Kalt. Hier müsste ein Hagelsturm herrschen. Bei der Arbeit geben wir unser Bestes. Das ist meine Lebensweise und die meiner Pokémon. Ja, genau, es ist im Kampf Hagelsturm aktiv. Das heißt, der Hagelsturm wird alle Pokémon, die nicht vom Typ Eis sind, schaden. So, haben wir ein Eis-Pokémon? Nein, haben wir nicht. Also kriegen beide Schaden. Das Eis sieht sehr gut gemacht aus. Wir können angreifen, es wird ein One-Hitten, weil der halbe Sturm wird ihm noch den Rest geben. Selbst wenn es Robustheit hat. Ja, jetzt kommt seine Robustheit, das bringt ihn allerdings jetzt nichts mehr. Katapult, ja toll, das ist jetzt seine Attacke. Und tschüss. Ein Stein wurde von Hagelkörnern zerstört. Was für eine Blamage für den Stein. Stalobor.
Oh nein, das ist heftig. Das ist die Weiterentwicklung von Rotomorph. Kennen wir ja aus der Bodenarena. Hat Turner gegen uns eingesetzt. Surfer. Komm, da will ich jetzt nicht lang rummachen. Einfach Surfer und weg damit. Wir hätten auch Fokusstoß verwenden können, aber Fokusstoß war mir zu ungenau. Und Level Up. Und ist jetzt eine neue Software von Apple verfügbar, wird bei mir angezeigt. Schnell schließen, weil das interessiert mir einen Scheiß. So. Apple soll sich ihre Updates sonst wohin stecken. Ja, ist mein neuer Spruch, sonst wohin stecken. Okay, hier geht's weiter. Ich glaube, hier geht's wieder zum... hier geht's zum Ausrennen, nehme ich mal an. Deswegen nehme ich mal jetzt den anderen Weg. Also wir werden hier ziemlich viel wieder zurückgehen immer müssen. Und warum steige ich nicht auf ein Fahrrad? So, hier, bitteschön. Wir haben es ja nicht umsonst. Ich will hier raus. Ah, frische, kalte Luft. Und hier ist eine Trainerin. Es ist ganz natürlich, mit dem Pokémon zusammen zu sein und sie im Kämpfen antreten zu lassen. Wenn du willst, können wir uns dieser These aber gerne im Kampf vergewissern. Was bist denn du? Deutschfreak oder was? Frau Ass-Trainerin Audrey. Audrey, spricht nur Englisch aus. Ist ein amerikanischer Name, glaube ich. Weil man es Audrey ausspricht, ne? Und so. Audrey, da gibt es doch einen Charakter aus so einem Film, den ich gesehen habe neulich mal. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Film. So, hier ist Gelatrypo. Das ist die Weiterentwicklung von Gelatini, dieses Eis-Pokémon, das wir im Tiefkühlcontainer gesehen haben. Und es erhöht seine Verteidigung mit Säurepanzer. Aua! Ja, der Gegner wird weggeschaltet, weil der Gegner ein Eistyp ist. Fokusstoß! Bam! Und tschüss. Ne, Kämpfer zertreten auch Eis, wenn sie Steine zertreten können. Und hier ist es auch so. Aua! Hypnomorba. Das ist die Weiterentwicklung von Mollymorba, dieses weibliche Psycho-Pokémon da. Da müssen wir Advent hier rausholen. Eine Geisterattacke brauchen wir jetzt. Eine andere Attacke haben wir nicht. So, natürlich Böde. Ist ja die einzige Geisterattacke, die wir haben. Oder die unser Adventi hat, sagen wir es so. Oh nein, wir können nicht mehr heilen. Wir werden sterben, weil wir uns nicht mehr heilen können. Nein. Okay, ich übertreibe. Böde. Voll schlimm, die Heilvokale. Eine Scheißattacke. Und tschüss. Sehen uns irgendwann mal, oder auch nicht. Methodos. Was ist denn das nochmal für ein Viech? Ein Viech, das ich nicht kenne. Welches Viech hier kenne ich denn nicht? Was ist Methodos für ein Pokémon? Ach, keine Ahnung. Ich lasse einfach Adventi draußen. Ach, das Viech. Das ist dieses... Die Weiterentwicklung von diesem Zellen-Pokémon. Ja, passt ja. Wieder Böde. Und Kill. Sieht übrigens sehr gut aus. Falls ich ein Pokémon weiß, das Play machen würde... Falls ich eins machen werde, werde ich dieses Pokémon einbauen ins Team. Weil das sieht ziemlich cool aus. So, hier ist sonst nichts, außer die Trainerin. Haben wir unsere Zeit verschwendet? Nein, haben wir nicht. Weil wir haben hier jede Menge Erfahrungspunkte bekommen und das ist es auch wert gewesen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Schutz wirkt nicht mehr. Ich lasse mal ein wildes Pokémon auf uns kommen, weil es gibt hier eins, das wir noch nicht begegnet sind. Taucht nur im Winter zu einer Chance von 30%, glaube ich, auf. Ich habe mich erkundigt. Ja. Und jetzt Lacke. Fuck, er hat schon wieder Schwein gehabt. Ich mag diese Robustheit echt nicht. Die haben sie eingeführt, damit die Kämpfe länger werden, glaube ich, weil die die Gesteins-Pokémon werden ja eh immer gewonnen-hittet, das ist üblich. Und beim Training werden sie auch immer gewonnen-hittet. Deswegen haben die Macher sich gedacht, Mensch, dann geben wir ihnen doch mal die Fähigkeit Robustheit, damit die Kämpfe länger werden und damit sie länger zum Spielen brauchen für dieses Spiel. So wie in Yu-Gi-Oh! 5Ds, ne? Aber in 5Ds war das ja wirklich extrem. Da haben sie es wirklich in die Länge rausgezogen mit diesen Save Points, dass sie da immer
eine ganze Stadt lang entfernt waren. So, okay. Oh nein! Eine Fischsteinsattacke. Aber egal. Lake! Zieht jetzt 140 ab, weil es doppelt so stark ist, weil wir nur noch die Hälfte unserer KP haben. Okay. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich bin die Nummer 2 hier am Wendelberg. Dann ist der andere Sandhaufen hier auch ein Trainer, oder was? Shane, habt ihr nichts Besseres zu tun, ihr Arbeiter? Geht zurück an die Arbeit, anstatt diese Trainer hier zu belästigen, die in die nächste Stadt wollen. Also wirklich, ich beschwere mich bei eurem Chef. Dann kommt ihr vors Arbeitsgericht und so. Okay, was machen wir jetzt? Fletiamo ist vom Typ her Flug und Psycho. Na komm, nehmen wir mal Streife her. Streife haben wir ja ewig lang nicht mehr eingesetzt. So, er vergisst schnell, was passiert ist. Okay, er hat seinen Spezialangriff, das ist schlecht. Jetzt, Spezialverteidigung. Ich meine, ja. Jetzt ist unser Donnerblitz nicht mehr so stark. Wegen Amnesie. Die Attacke wird er surviven. Und er hört seine Verteidigung noch weiter. Aber egal. Diese Attacke war eine Verschwendung. Nitro-Ladung. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Bäm, auf die Schnauze, auf die Schweineschnauze, die er da hat. Und tschüss. Und Level 42 für Streifi, weil es ja noch nicht stark genug ist. Agilität. Für was braucht Streifi Agilität? Streifi ist ja schon schnell, also nicht erlernen. So. Okay, dann spreche ich den anderen Sandhaufen auch an. Das ist bestimmt auch ein Trainer. Okay, dann ist das ein Trainer. Nein. Und jetzt wieder ein wildes Pokémon. Und das ist Pokémon, das wir hier begegnen, wenn Winter ist. Taucht auch auf, wenn nicht Winter ist, allerdings zu einer Chance von 5%. Petsniev, ein Eis-Pokémon. So, ich möchte es fangen. Ich denke gerade über einen Spitznamen nach. Erstmal Siedewasser. Ich glaube, die Attacke wird ihn killen, aber warum ein Risiko eingehen? Ich habe einen unschuldigen Eisbären getötet. Mann, bin ich böse. Einen Mondstein haben wir gefunden. Gut, Mondstein ist, naja. Wir haben ja keine Pokémon mehr zum Entwickeln. Also, außer Somnium, aber wir haben keins. Sedimantur! Gehen wir wieder zum auf die Montur, was? Sedimantur, haha. Sedimantur, ja. Surfer, ne? Ist ja... Ich will jetzt ein Pesen hier fangen und dann verwende ich Topschutz. Wir können der Pesen jetzt auch in der nächsten Stadt fangen. Ja, ich glaube, das mache ich. Also Topschutz, ich fliehe jetzt. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr dafür. Ich weiß, wir haben schon einmal angegriffen, aber egal. So, hier geht's nach unten. Na, jetzt aber... So, wo sind wir hier denn jetzt? Oh Gott. Hallo. Ja, wusste ich doch, dass hier einer ist. Der Wendelberg verändert sich mit jeder neuen Jahreszeit. Und ich, alter Knochen, verändere mich in jedem Kampf. Ja, ich habe da im Wiki gesehen, da kann man mit verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Orte erreichen. Im Winter, darunter gibt es eine Stelle. Die führt zu einem Geheimgang, glaube ich. Ich habe das allerdings noch nicht getestet. Ist daher ein bisschen blind, was ich jetzt gerade mache im Winter, da die Höhle zu erkunden. Ich mag keinen Sedimantur. Langsam langweilt mich dieses Gesteins-Pokémon. Die Entwicklung ist cool. Brokkolos ist die Entwicklung. Ist ziemlich stark. Die werde ich auch in meiner schwarzen Edition 2 benutzen, privat. Oder in meiner weißen Edition 2 werde ich sie verwenden, dieses Pokémon. Und ich werde den Wasserstart in meiner weißen 2 verwenden. Ja. Aber erst muss die weiße 2 herauskommen. Und das ist erst im Herbst, bis dahin können wir noch lange warten. Ah, ich freue mich schon auf Herbst. Vielleicht tauchst du zu meinem Geburtstag auf. Ich habe ja am 24.10. Geburtstag. Wäre vielleicht möglich, vielleicht kriege ich es ja zum Geburtstag. Wäre lustig.
Zum Geburtstag Pokémon Pokémon Weiß 2. Lake! Hätten wir eigentlich vorher einsetzen können, aber nee, bei Seelimantur müssen wir das nicht. Seelimantur wird eh durch eine irgendeine Wasserattacke eh gewonnen hätte. So, Level Up für Saiyajin. Initiative plus 4. Okay, es ist ziemlich schnell, unser Saiyajin. Und hat einen hohen Angriff. Ach nee, das ist doch einfallslos. Macher, bitte, ihr enttäuscht mich jetzt gerade. Also mit dieser Höhle haben die Macher wieder einen Minuspunkt bekommen im. In meiner Wertung. Durchbruch. Oh, bam! Durchbrecht diesen Stein. Aber es hat ja die Fähigkeit Robustheit. Oh mein Gott. Gott, wie ich Robustheit langsam hasse. Ja gut, unser Pokémon hat auch Robustheit, aber unser Pokémon ist cool im Vergleich zu den Gegnern. So, Stärke. Ist ja egal. Irgendeine eine Attacke, die Schaden zufügt. So, tschüss. Ich sagte tschüss, also geht doch. Hey! Gegen einen Erwachsenen könntest du euch ein bisschen zurücktreten oder so. Keine Ahnung. Ist hier noch einer von euch, Idioten? Nein. Na, ich will Licht, ich will Licht, ich brauche Licht, so. Kalt. Top-Trank. Na bitte. So, können wir hier jetzt rauf? Ja, es ist Winter, jetzt können wir hier rauf. Das ist wahrscheinlich das Besondere, weil jetzt Winter ist. Und dann können wir hier hin. Die Stelle, glaube ich, können wir nur mit der Jahreszeit Winter erreichen. Und wo geht's hier lang? Ich kenne mich hier überhaupt gerade nicht aus, ne? Nur zur Ausgang! Boah, du bist stark! Aber im Grunde bezieht ihr Trainer eure Stärke doch auch nur daraus, dass ihr die Pokémon unter Jacht und ausnutzt. Deswegen wollen wir dem Pokémon also die Freiheit schenken. Wollt ihr dem Pokémon also die Freiheit schenken? So gut. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Doch wie man es auch dreht und wendet, ist es verkehrt, den Leuten mit Gewalt ihre Pokémon zu rauben. Das hat mit Stärke nämlich rein gar nichts zu tun. Bam! Nee. Oh, hier bist du also. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Also machen wir uns jedoch jetzt besser auf zum Turm. Also Team Plasma hat jetzt die Macht, diese Welt zu verändern. In der die Pokémon seit jeher unterjocht werden. Ganz genau. Es ist doch nur natürlich, seine Macht einzusetzen, wenn man damit etwas gegen die Missstände in dieser Welt tun kann. Für uns ist jetzt es an der Zeit, uns um unseren König zu versammeln. Und weg sind sie. Diese Schwuchteln, diese Mistkerle. Keine Ahnung, was für ein Ding sie da gefunden haben. Aber sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um so stark zu werden und überall Unruhe zu stiften zu können. Noch so eine nervige Truppe. Kevin, ich werde noch ein Weilchen hierbleiben. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, was der Champ gesagt hat. Was werde ich eigentlich tun, wenn ich irgendwann so stark bin, wie ich mir das jetzt ausmal? Und für wen oder was möchte ich überhaupt so stark werden? Keine Ahnung, keine Ahnung. Das sind die Answers. Hä? Ich hab da den Kegel hingestellt. Ich bin zu blöd, diesen Kegel da umzukicken. Ich bin ein Spasti. Ja, hat auch einer einen Kommentar geschrieben in einem Call of Duty Let's Play. Spasti. So, den habe ich sofort geblockt, ne? Okay, wir haben die Höhle noch 100%ig erkundet. Das heißt, wir gehen noch nicht raus. Und Schutz wirkt nicht mehr. Ja, danke, hier tauchen eh keine Pokémon auf, oder? Tauchen hier Pokémon auf? Nein. Wir können jetzt überall hin, irgendwie, fällt mir auf. Geil, wir können überall hin, weil alles vollgeschneit ist. So, wir werden uns wahrscheinlich da verirren, wenn wir da durcheinander latschen. Hier ist ein Doktor, der heilt unsere Pokémon. So, ich will erstmal die Höhle ein bisschen erkunden, ne? Ein paar Trainer und so. Ich will mir jetzt schon ein paar Zeit nehmen, so ein 40-Minuten-Part will ich jetzt schon machen, also. Ja. Vielleicht auch ein Stunden-Part, wenn wir gut drauf sind. Okay, ja, Lake. Aber zuerst müssen wir zum Doktor, der wird unsere Pokémon heilen. Aber erstmal, ich sehe die Mantel wieder killen. Ich wollte schon seit Ewigkeiten einen Top-Schutz einsetzen und ich habe ihn noch nicht gemacht. Genauigkeit sinkt. Oh mein Gott, wir müssen sterben. Siedewasser. Du musst jetzt sterben. So, tschüss.
Dich haben wir schon tausende von unserer Sorte begegnet, von deiner Sorte begegnet. Das war's. So, jetzt einmal ein Topschutz, bitte, dankeschön. Hält 250 Schritte lang und diese Viecher vom Hals. Ein Nugget, ein Gold Nugget oder ein Chicken mit Nugget wäre mir auch ganz recht jetzt gerade. Mh, Chicken mit Nuggets, jetzt habe ich Hunger. Ah, lecker, lecker. Von McDonald's, ne? Mein Team wurde durch körperliche Arbeit gestellt und schlägt kräftig zu. Gott. Diese Sprechblasen irritieren mich echt mit dem Lesen. Ne, Dayan, geh zurück zu deiner Arbeit. Hat auch ein Stahlober. Mich enttäuscht irgendwie, dass so wenig Eis-Pokémon hier auftauchen. Weil das ist ja hier eine eisige Landschaft, muss man sagen. Also im Winter zumindest, ne? Naja. Sagen wir erstmal Tschüss, ne? Stahlobor, wink mal schnell. Ein Abschiedswinken bitte, winke, winke. Macht winke, winke. Oh. Mino. Der hat kein winke, winke gemacht. Item her. AP Plus, yes. Dam, dam, da, dam. So, hier geht's zum Doc, ne? Oder? Ja, hier geht's bestimmt zum Doc. Hi, Doc. Du kannst dich glücklich schätzen, mir auf deiner langen Reise begegnet zu sein. Wenn du den Kampf gegen mich gewinnst, werde ich dein Pokémon-Team heilen. Danke, Doc! Thor! Dr. Özgür! Ha! Dr. Theodor! Theodor, kenne ich irgendeinen Theodor? Oder irgendeinen Namen von irgendeinem? Ne, ich kenne keinen Theodor. Ja, ich kenne auch niemanden, der Theodor heißt, also beziehungsweise kenne ich überhaupt niemanden, der Theodor heißt, ne, also, ja. So, er hat ein Mitodos, na toll. Er sieht voraus, dass dieses Mitodos sterben wird. Das kann ich auch voraussehen. Und das habe ich schon seit Beginn des Kampfes vorausgesagt, also bin ich der bessere Hellseher als du, so, tschüss. Aua, das hat weh. So, Omnivora. Adventi, komm, ich will jetzt nicht da extra lang rummachen mit diesem Somnivora oder was auch immer. Weil das dauert mir einfach zu lange. So, ich habe ja keinen Nerv. Machen wir es schnell Platz, so, Bürde. So, zack, du bist mir eine Last und eine Bürde, so. Psystahl! Psystahl sieht in der vierten Generation viel cooler aus. Da hat man so ein richtiges... Es würde da etwas hochgehen irgendwie, keine Ahnung. Was ist denn das jetzt? Was war das? Ich habe gerade Dings gesehen, was war das für eine Attacke? Nein, er hat sein scheiß Pokémon. Gott verdammte, scheiß Drecks, Mist, Huren, Kack. Scheiße. Ich mach dich Platz. Und dann esse ich deine Leiche zum Mittagessen. Oder zu Abendessen, es ist gerade Abend. So, tschüss. Das Abendessen ist gesichert. Wir essen heute einen Somnivora. Offensichtlich ist dein Pokémon-Team topfit. Ah, egal, heißt trotzdem, ne? So viel Service muss noch sein. Dankeschön. So, hier ist noch einer. Was ist denn mit denen hier jetzt? Die Stelle kenne ich überhaupt nicht. Ja doch, wir sind jetzt hier immer noch im Zentrum von dem Wendelberg. Aber wo geht's hier nach oben? Hä? Wir kommen ja echt überall hin, das ist ja nicht schlecht. Echt praktisch. Wo kommen wir denn hier lang? Aha. Aha, aha. Und jetzt? Aha, jetzt geht's wieder in zwei verschiedene Richtungen. Freut mich nicht. Och nö, sowas mag ich echt nicht. Ich hasse Labyrinthe. Ich hasse Labyrinthe! Ach, hier geht's zurück zum Eingang. Ja, zum Ausgang. Ursprünglich haben alle Pokémon ein Leben in freier Wildbahn geführt. Darum ist es gar nicht schlecht, wenn man sie hier draußen in der Natur trainiert. Komm, bring mir schnell hinter uns. Ich habe noch genug Trainer von deiner Sorte zu bekämpfen. Ne, Herr Ast-Trainer, Fred. Rokaya-Mann. Hey, ist der Rokaya-Mann. Rokaya-Mann. Fokusstoß, komm, nimm mal eine Kampfattacke. Kamehameha!
Und tschüss. Sollen wir Krokodil noch essen? Ja, noch Krokodil auf den Grill legen und essen. Klick, Lack, die Weiterentwicklung von Klick. Wer hätte es gedacht? Klick, Lack, Klick, Lack, Klick, Lack, Klick, Lack. Fokusstoß ging daneben. Autonomie. Initialisiere Dateien. Und meine Statusveränderungen steigen. So. Oh nein. Bedrohung, Gefahr, Gefahr, Gefahr festgestellt. Ah, tut weh, tut weh, tut weh, verliere Leben, sterbe, 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 wurde besiegt, tschüss, tschüss. Okay. Und Level 41. Ausdauer! Schnell weg damit! Oder welche Attacke, jetzt Pokémon lernt Ausdauer? Ausdauer lernen, warte, 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 Karadonis kann Ausdauer, aber... Nee, es hat ja schon Robustheit, es ist Ausdauer... Jetzt ein bisschen nutzlos, ne? Mebrana! Dankeschön, ein Geschenk für die Serpikönigin. So. Mebrana! Laubklinge! Zack, zack, zack! Und tschüss! So, Fred ist down. Fred Feuerstein. Okay, hier ist noch ein Item. Eins von Delegator! Wir finden hier Delegator. Geil, geil, Delegator, ich liebe Delegator. Oh, Delegator ist cool. Habe ich hier meine Weißen noch gar nicht eingesammelt. Also. Ich war hier auch noch nie in meine Weißen. Hier geht's zurück, aber hier geht's noch lang. Schaut mal runter, kann schaden. Wo sind wir jetzt denn hier? Wo sind wir hier jetzt? Wo sind wir hier? Ich habe mich total verirrt. Aber wir haben es ja bald. Ne, wir haben ja jetzt sehr viele Eingänge unter die Lupe genommen, aber es gibt hier noch einen Eingang, der führt zu einer sehr speziellen Stelle. Aber ob wir die im Winter erreichen können, weiß ich leider nicht. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Das kann ich schon jetzt sagen. Okay. Wo geht's denn hier lang? Ach so, hier ist der Doc. Okay. Hi, Doc. Waren wir hier schon? Ich habe keine Ahnung, ne? Habe ich euch das schon erzählt? Ja, hier geht's zurück zum Ausgang. Also ich kenne mich hier jetzt null aus, ne? Will ich nur mal sagen. Ja, dass sie da dann rumflammt. Ey, es geht da lang! Daumen runter! Hier waren wir auch schon. Ich wollte doch nur schnell raus! Oh. Seh die Mantel, lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Du bist eine Belästigung fürs Abendland. Und gleich schaltet die Nacht um. Es ist 5 vor 7. In Real Life, ne? Oh man. Wir waren hier schon überall, oder waren wir hier schon? Hey! Wasserjuwel! Dankeschön! Diese Höhle ist eine einzige Verirrung. So Stalobo her. Okay, Roter Morph geht auch. Besser als ein Sedimanto, das uns dauernd auf die Nerven geht. Surfer. So, ich surf da mal das Internet, ne? Surfing the Internet. Okay. Wo geht's hier lang? Ich hab keine Ahnung. Hier waren wir doch schon, oder? An diesem Ding kann ich mir erinnern, an diesen Brocken. Hier geht's wieder zum ganzen Anfang. Also ganz am Anfang hin. Das weiß ich noch. Aber hier gibt's auch irgendein Secret. Oder geht es? Erreicht man die Stelle nicht im Winter? Ich habe keine Ahnung, ne? Hier ist was. Waren wir hier schon? Warte. Bevor ich jetzt noch was mache.
Nein, kein Sternstaub. Sternstaub schützt nicht vor Pokémon, sondern das hier. Das schützt vor Pokémon. So. Eigentlich könnte man damit jeden Pokémon-Kampf gewinnen. Einfach das Pokémon mit einem Top-Schutz ansprühen. So wie Moskitos. Suche dort, wo nichts zu sehen scheint. Und du wirst Unerwartetes finden. Danke für den Hinweis. Wo geht's denn hier lang? Ja, wir sind an der Secret-Stelle. Ich glaube, dass man hier durch einen Event ein Pokémon begegnen kann. In diesem Eiskristall zum Beispiel. Berührst du eine mit einer Eisschicht überzogenen Felsen, erstarrst du selbst zu Eis. Berühren. Es laggt, weil ich renne. Hier ist ein Item. Ist bestimmt ein Item oder ein 3-Item. Ewiges Eis kann es sein. Lichtkanone! Eine Stahlattacke, TM 91. Okay, hier scheint nichts zu sein, außer diesen Eiskristall. Aber ich glaube, dass man hier irgendwann mal ein legendäres Pokémon fangen kann. Durch ein Event oder so, ich habe keine Ahnung. Wir werden es irgendwann mal erfahren. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg und verlassen diese Höhle. Ging ja recht schnell. Ich dachte, ich brauche wieder so einen Stundenpart wie in der Elektrolythöhle. Aber hat gar nicht so lange gedauert. Die Höhle war kürzer, als ich dachte. Ja gut, mit dem Winter. Im Winter zu erkunden ist ja auch recht luxuriös. Keine Ahnung. Ja. Deutschkenntnisse 6. Wir haben noch 15 Top-Schutz. Ich habe viel zu viel eingekauft für diese Höhle. Aber wir werden bestimmt noch ein paar verschwenden irgendwo. Erst einmal raus aus dieser Höhle. So, Sharon, dann sehen wir uns nie wieder, ne? Moment, Fahrrad absteigen, so. Ich werde jetzt einen Felsbrocken vor diese Tür hier legen und dann bist du da drin gefangen. Kevin, wie geht es denn deinem Soda-Cheater? Oh, dein Soda-Cheater mag dich aber wirklich sehr. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du solltest auch viel Zeit mit deinem Pokémon verbringen. Ach übrigens, hast du schon von der Drachenstiege gehört? Nee. Noch nie davon gehört? Naja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem redseligen alten Mann etwas von seiner kostbaren Zeit zu schenken. Von der Drachenstiege heißt es, sie sei das älteste Bauwerk der Einerregion. Vor allem aber handle es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Die Überlieferung zufolge hätten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruhten noch immer an diesem Ort. Die Drachenstiege liegt ein Stück hinter Nevaio City. Mehr weiß ich auch leider nicht, denn schließlich hat noch kein Mensch diesen Ort je betreten, ey. Jo, meine Tochter hat stets versucht, das Geheimnis der Drachenstiege zu lüften. Jedoch vergebens. Daher ist es jetzt an ihrem alten Herrn, die Sache einmal auf den Grund zu gehen. Man sieht sich, Mio. Jo, du auch, jo. Okay, ab ins Pokémon Center. Wo ist denn das jetzt? Also die Stadt ist sehr schön, da erkennt man auch stark die Veränderung von Jahreszeit. Und ich kann gar nichts machen, wir sind auf Glatteis. Nein! So, ist es Frühling, Herbst oder Sommer? Ist hier nämlich eine Wasserpfütze, eine riesige, und da tauchen wilde Pokémon auf. Kann ich euch ja mal irgendwann zeigen. Aber ich möchte in dem Spiel jede Jahreszeit durchspielen. Wir haben ja schon angefangen mit Sommer, dann kam der Herbst. Und jetzt machen wir mal einen Part mit Winter. Und dann machen wir mal einen Part mit Frühling. Das Moor ist völlig zugefroren und spiegelglatt. Hoffentlich sind die Pokémon, die dort leben, allesamt wohl auf. Ja, den macht es doch nichts aus. Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo, ins Nirvana. Und wo geht's hier lang?
Hier ist ein Häuschen und hier ist das Pokémon Center! Im dichten Schnee. In der Nacht. Sehen wir das Pokémon Center in all seiner Pracht. Wir gehen hinein, betreten die Tür und werden vollgequatscht. Wie immer es auch ist hier. Und der Reim war nicht so besonders gut, der letzte. Aber erstmal Pokémon heilen. So. Okay. Dann beende ich den Part und dann erkunden wir im nächsten Part die Stadt. Und ja, bis dann. Servus.